Herzlich willkommen zu unserem Webinar von Microsoft Advertising zum Thema Suchmaschinenmarketing in Zeiten von Covid-19. Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt mit Best Practices und Handlungsempfehlungen zum Thema Werbung während und nach dieser besonderen Zeit. Und mit mir habe ich heute den Peter, er wird sich um das Thema Insights und Trends kümmern und uns einige Einblicke geben zum Marktgeschehen. Ich habe mit mir auch die Laura und den Michael. Beide werden sich gemeinsam dem Thema digitale Werbestrategien widmen. Michael wird dann übernehmen und das Thema Zielgruppen, Audiences präsentieren. Weiter geht es dann auch von Michael mit dem Thema Shopping. Laura wird uns dann durch einige Handlungsempfehlungen führen, was Shopping-Kampagnen und deren Optimierung angeht. Und ich werde dann zuletzt mich dem Thema Ressourcen widmen. Ich bin da Simon und bin heute euer Gastgeber und freue mich jetzt auf das gemeinsame Webinar mit euch. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir aus der Münchner Gegend. Ich habe nur ein paar Slides vorbereitet, High Level. Ich wollte starten mit der Vorhersage von E-Marketer, die kennt ihr alle, die machen im Dezember immer eine sehr optimistische Vorhersage, wie stark die Werbebranche in den einzelnen Ländern wächst. Dieses Jahr mussten sie das zum ersten Mal revidieren, wegen Covid-19, und ihr seht, dass es einen Forecast gibt, moderat und dann heftiger, und wir sehen, dass alle Werbebereiche starke Rückgänge erleiden werden, Search aber gerade in Deutschland der am wenigsten betroffene Bereich ist. Also die Schätzungen reichen von -8 bis -18%, verglichen zum Beispiel mit TV -12 bis -21. Besonders stark betroffen scheint UK. In Deutschland sieht so aus, als würden wir mit Search noch relativ gut wegkommen. Und das wird auch bestätigt. Das hier ist ein Chart von einer amerikanischen Agentur, Advertiser Perceptions, die aber auch europäische Kunden haben. Die haben ihre Kunden befragt, in welchen Bereichen kürzt ihr das Budget aktuell? Und wir sehen auch hier wieder, dass Display, Social Media, TV sehr, sehr stark betroffen sind. Search 24% Kürzung, immer noch relativ viel, aber relativ wenig verglichen mit den anderen Werbeformen. Und wenn man auf der rechten Seite des Charts schaut, dann sieht man dort, wo Budget erhalten bleibt oder sogar zugeschustert wird. Und da sehen wir auch, dass Search mit 24% die Werbeform ist, die am meisten profitiert im Moment. Profitiert in Anführungszeichen, denn wie gesagt, also Kürzungen gibt es überall, aber Search tatsächlich im Gesamtzusammenhang scheint am wenigsten betroffen. Deswegen Steady Ship in Stormy Waters, wie das ein amerikanischer Kollege sehr schön formuliert hat. Schauen wir mal, was bei uns auf der Plattform tatsächlich passiert ist. Ich habe das rausgebrochen in Klicks und Searches. Hier seht ihr die 6 großen europäischen Märkte. Und was wir sehen ist, dass Suchmaschinen für viele Menschen extrem wichtig sind in der Covid-19-Phase. Man sieht März, die Lockdowns beginnen in den verschiedenen Ländern, in Italien, Spanien ein bisschen eher. Dann folgen Deutschland, Frankreich, UK und die Niederlande. Und wir sehen gerade in Italien und Spanien einen extremen Zuwachs an Suchanfragen. Das ist über alle Verticals jetzt, um euch einfach einen Eindruck zu geben, wie groß das Suchvolumen gewachsen ist. Das Ganze ist indiziert gegen die erste Januarwoche, die traditionell immer recht stark ist. Und wir sehen, dann gab es die Osterfeiertage, da ging es in allen Märkten ein bisschen runter. Aber insgesamt Italien, Spanien nach wie vor sehr, sehr stark im Suchvolumen, insgesamt sehr stark gewachsen und gestiegen. In den anderen Ländern haben wir jetzt so einen Trend, dass es sich so ein bisschen zu normalisieren scheint wieder. Aber grundsätzlich die Aussage ist hier, dass wir mehr Suchvolumen haben als vorher und in dieser Beziehung keinerlei Verluste sehen. Wenn man dann vergleicht, und das ist jetzt spezifisch für Deutschland, rausgebrochen nach Verticals, da sehen wir das Suchvolumen auch über die Verticals relativ stabil. Was ein bisschen gelitten hat, ist Travel. Das ist auch klar, weil die Leute nicht verreisen können. Alle anderen sind, wenn man dem Index vom Anfang Januar folgt, entweder gewachsen oder relativ stabil geblieben. Anders sieht es aber aus, wenn man auf der rechten Seite nach den Klicks guckt. Da sieht man also Travel, die Klicks sind komplett weggebrochen.
Das ist klar, weil wir haben keine Pay-Clicks mehr. Einfach aus dem Grunde, dass viele Advertiser, man kann nicht mehr fliegen, man kann kein Hotel buchen, man kann keine Kreuzfahrt mehr machen. Die Advertiser haben in diesem Fall sehr oft ihre Kampagnen einfach pausiert und abgeschaltet. Das heißt, es gibt keine Paid-Klicks. Es gibt aber natürlich, weil das Suchvolumen gleich geblieben ist, organische Klicks, die immer noch zu diesen Seiten führen. Wenn wir die anderen Verticals angucken, sehr starker Zuwachs im Bereich Retail-Klicks, also vor allem im Bereich Computer und Consumer Electronics. Das ist klar, die Leute sind im Homeoffice, haben zwei Bedürfnisse. Das Homeoffice soll funktionieren. Nach der Arbeit wollen sie sich aber auch entspannen und kaufen entsprechend Entertainment-Devices, um zum Beispiel Fernsehserien zu streamen etc. Der andere Zuwachs, sehr stark im Bereich Home und Garden, wobei das im Moment auch saisonal getrieben ist. Also diesen Zuwachs sehen wir jedes Jahr zwischen März und Mai, wenn die Gartensaison anfängt und die Leute anfangen, die Baumärkte zu stürmen und dort auch online einzukaufen. Das einzige andere Sorgenkind neben Travel ist so ein bisschen die Automobilbranche. Da sind die Klicks, obwohl jetzt wieder halbwegs normalisiert, ziemlich runtergegangen. Hat zwei Gründe. Zum einen leidet die gesamte Branche unter den Nachwirkungen des Umweltskandals und des Dieselskandals. Zum anderen waren natürlich die örtlichen Händler auch geschlossen. Und die Automobilindustrie hat natürlich insgesamt auch große Probleme mit ihren Lieferketten gehabt, die ja sehr stark auf China fokussiert sind. Das heißt, diese Faktoren kommen hier zusammen. Und wenn man das insgesamt betrachtet, also wie gesagt, Search läuft gut. Klicks bis auf Travel, alles im grünen Bereich weiterhin. Ja, um das Ganze jetzt nochmal in Perspektive zu setzen, ich habe euch hier auf der linken Seite zusammengetragen, wie sich die Suchanfragen Jahr über Jahr entwickelt haben. Und da sehen wir, es ist alles im grünen Bereich, es ist alles gewachsen. Speziell je näher wir an die Covid-Phase herankommen. Auf der rechten Seite, da seht ihr, wie sich die Klicks entwickelt haben. Und auch da sehen wir in den großen Retail-Bereichen, wie schon erwähnt, solides Wachstum. Wo wir einen Negativtrend sehen, ganz klar, das sind die grünen Balken, das ist Travel. Da sind die Paid-Clicks tatsächlich bis zu 80% runtergegangen und sieht so aus, als würde es jetzt ganz, ganz leicht wieder ansteigen, aber es ist noch ein minimaler Anstieg. Das andere Problemkind ist da ein bisschen Automotive, das hatten wir auch schon erwähnt, woran das liegt. Vielleicht dazu noch zu sagen, Automotive, wenn man sich ein Auto kauft, das ist natürlich auch eine Rieseninvestition und in Zeiten wie diesen macht das vielleicht nicht jeder unbedingt. Aber auch da sehen wir, dass wir inzwischen, also in den letzten beiden Wochen, wieder ganz leicht im positiven Bereich sind. Also auch da normalisiert sich die Lage einigermaßen, nachdem die Händler wieder geöffnet haben und die großen Hersteller auch wieder produzieren. Und jetzt zum Abschluss noch, was können wir erwarten? Das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, was ich hier erzähle. Das sind einfach vier Trends, die ich mal so als Prognose in den Raum stellen will. Ich denke, in Travel werden wir eine Verschiebung sehen. Es wird nicht die großen Fernreisen geben. Die Leute werden in diesem Jahr, das ist, was man so allen Newsletters und Umfragen etc. entnehmen kann, eher Urlaub im eigenen Lande machen, in etwas bescheidenerer Form als früher. Es wird sicher die eine oder andere Reise auch nach Mallorca und ähnliche Ziele geben, aber insgesamt gehen wir davon aus, dass sich sehr viel dieses Jahr im eigenen Land abspielen wird, in allen Märkten. Im Bereich Retail gibt es Indikatoren, dass es einen Shift gibt zu mehr lokalen und regionalen Produkten und Services, einfach getrieben, weil viele Leute durch diese Covid-19-Krise auch Zweifel bekommen haben, funktioniert das alles mit den globalen Lieferketten etc. oder macht es nicht mehr Sinn, meine Produkte auch mal bei einem mehr örtlichen Händler zu kaufen. Automotive hatte ich angesprochen, die Branche steckt insgesamt etwas in der Krise. Es wird viel davon abhängen, wie auch die Verhandlungen mit der Bundesregierung bezüglich Autokaufprämien etc. sich gestalten werden und was da rauskommt. Aber es gibt durchaus Vermutungen, dass es so einen Trend geben wird, dass die Leute sich doch mehr auf erneuerbare Energien fokussieren werden und vielleicht das bisherige Modell mit immer größeren SUVs und immer mehr Dieselautos so ein bisschen am Umkippen ist. Vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber ich denke, das ist ein Trend, den man so allen Umfragen und Newslettern entnehmen kann und Studien, die es zu diesem Thema gibt. Und im Finance-Sektor erwarten wir, dass es so ein bisschen so einen Run gibt, mehr auf Safe Investments. Ne? Also sehr viele Leute sind in Kurzarbeit oder von Arbeitslosigkeit bedroht. Ich glaube, die Leute werden sehr genau schauen, wo kann ich meine Rücklagen, die ich habe, so anlegen, dass ich kein allzu großes Risiko eingehe.
Also das sind so die vier vertikalen Trends, die wir so als Prognose in den Raum stellen, ob sie sich bewahrheiten. Das können wir dann vielleicht in einem halben Jahr beim nächsten Webinar sehen. Und das war mein Teil. Ich übergebe jetzt an meinen geschätzten Kollegen Michael in München. Danke, Peter, für die Einblicke und sehr spannend zu sehen, was alles über die Märkte hinweg sich tut. Natürlich wollen wir euch jetzt weiterhelfen und wollen schauen, wie ihr das Ganze mit vier klaren Punkten in eure eigenen Konten übertragen könnt. Momentan ist natürlich wichtig, diese besondere Situation ist da. Es gibt bestimmte Dinge, die ich jetzt unmittelbar angehen muss oder sollte, damit ich nicht irgendwo Reichweite verliere oder andersherum, dass nicht aufgrund gestiegener Konkurrenz oder ähnlicher Dinge ich quasi hinterher ins Hintertreffen gerate. Ebenso, wir haben es gesehen, dass bei Travel, bei Automotive einige Bereiche mit dabei sind, beziehungsweise auch teilweise andere Branchen, wo es zu Logistikschwierigkeiten kommt, die einfach gezwungen sind, mal ihre Advertisings ein bisschen runterzufahren und dort auch hinzugehen, das Ganze auf etwas kleinerer Flamme kochen zu lassen. Hier wollen wir euch die Best Practices mit an die Hand geben, was ihr an Wiederherstellungsstrategien bzw. an Maßnahmen ergreifen müsst, damit ihr nicht bei einer hochfahrenden Aktion nachher dort die Reichweiten verlieren werdet. Zum Bereich neue Möglichkeiten und Kontohygiene oder Kontogesundheit werden wir uns noch mal ein bisschen was damit befassen im Bereich Audiences und Shopping. Das ist also was, was eigentlich losgelöst und ein bisschen übergreifend bei der ganzen Thematik mit drin ist. Und dementsprechend haben wir eigentlich einen relativ guten Katalog für euch, was man jetzt alles miteinander in dieser doch außergewöhnlichen Zeit anpacken kann. Also, lasst uns starten. Was sollten wir unmittelbar als Strategie für die ganze Thematik bei uns mit dazu nehmen? Die Kernthemen sind: Sollte ich meine Werbeansprache verändern und wenn ja, wie? Ebenso, sollte ich irgendwo mich mit den Automatisierungsfunktionen bedienen? Sollte ich irgendwo noch andere Reportings fahren oder ähnliches? Ebenso, was sollte ich in dieser spezifischen, quasi neuen Normalität überhaupt tun, damit ich meine ganzen Kampagnen angepasst habe? Was kann ich hier an Automatisierung mit dazu nehmen? Und genauso gut ist, man wird sich wundern oder auch nicht wundern, was jetzt durch Homeoffice an neuer Zielgruppe, die teilweise vorher niemals angesprochen werden würde, sich auf einmal hervortut. Und was kann man hier analysieren? Was kann man hier machen, um das ein bisschen besser mit anzusprechen? Bezüglich des Messagings ist es natürlich so, natürlich sollte man überprüfen, natürlich sollte man schauen, was man verändert. Man sollte aber auch in dieser heiklen Zeit, wo man sich überhaupt gar nicht mehr persönlich sehen kann oder wo man nochmal eine Reaktion seines Kunden abgreifen kann, durchaus Gedanken darüber machen, was mache ich mit dem Messaging, was sind eventuell aber auch Bilder, wo ich unter Umständen mal in ein Fettnäpfchen reintreten könnte oder wo es Schwierigkeiten gibt, wo ich vielleicht sogar Sorgen oder Nöte irgendwie mit anspreche. Sprich also, dort kann man definitiv einiges sowohl zum Guten als auch zum Schlechten mit anpacken. Grundlegend gilt als Kernsatz, ihr solltet eure Botschaft immer relevant für das Produkt und für den Kunden halten und gibt es vielleicht sogar noch mal eine Möglichkeit zu analysieren, welche Produkte ziehen jetzt mehr? Wo sollte ich da vielleicht noch mal ein bisschen ein relevanteres Produkt mit Bitboost oder ähnlichen Sachen pushen, damit die Leute, die gezielt danach suchen, auch konzentriert das Ganze finden? Nicht zu unterschätzen ist, man sollte mit der ganzen Situation so umgehen, dass man ein bisschen Empathie, ein bisschen Einfühlungsvermögen mit reinbringt. Peter hat schon gesagt, es gibt Trends, die einige Leute treffen, einige Leute nicht treffen, zum Beispiel Kurzarbeit oder Homeschooling, wo man sich neben der Arbeit mit einem Spagat um die ganzen Kinderausbildungen kümmern muss. Vielleicht ist auch selber mal die eigene Gesundheit mit betroffen oder ähnliches. Das kann man wunderbar sinnvoll einfühlsam mit einbringen, kann zum Beispiel dort auch den Kunden wirklich entgegenkommen, kann sagen, wir haben zum Beispiel kostenlosen Versand, wir haben eine kontaktlose Lieferung oder es gibt Möglichkeiten, dass ihr Packstationen oder Ähnliches mit nutzen könnt oder dass ihr einfach dort in der sicheren Seite mit dabei seid.
Ebenso gibt es die Möglichkeit, in diesem Bereich nochmal ein bisschen, das ist eher so in Richtung Shopping oder ähnliches oder Webseiten-Content, was habe ich an Bildern drauf? Habe ich eventuell eine falsche Botschaft oder eine Botschaft, die ein bisschen aggressiver anspricht mit drin und kann es eventuell mit dem Anzeigentext ein bisschen was fehlverstanden werden? Hier kann man gucken, dass das Ganze übereinstimmt, dass es ein gutes Match ist. Und ebenso gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man von zu Hause aus arbeitet oder ähnliches, das Ganze vielleicht nochmal so in den Richtung mit dem Wording in diese Richtung mit reinbringt, auch während Sie von zu Hause aus arbeiten und den kompletten Haushalt dort wunderbar bewältigen. Wie gehen wir das Ganze mit an? In diesen dynamischen Zeiten ist definitiv ein Rat sinnvoll, und zwar, man sollte eine gute Balance halten zwischen Automatisierungstools und gleichzeitig aber die Kontrolle, egal wie gut eine Automatisierung funktionieren sollte, nicht außer Acht zu lassen. Heißt also, durchaus mal das menschliche Auge auf die SEA-Kampagnen setzen und mal schauen, wo dort irgendwelche Abweichungen mit dabei sind. Man kann sich da einen kleinen Turnus setzen, kann manuelle Reportings zum Beispiel auch mit einer Scheduling-Funktion sich täglich, wöchentlich zu bestimmten Themen schicken lassen, hat das Ganze per E-Mail in seinem Posteingang mit drin, und so verpasst man einfach keine entsprechende Veränderung in den Performance-Daten oder Ähnlichem und hat das Ganze im Griff. Die Automatisierung an sich kann einfach ein gutes Hilfselement mit reinbringen, wenn es zum Beispiel geht, Beständigkeit während Personalfluktuationen oder ähnlichen Dingen mit hineinzubringen. Heißt also, flexible Anzeigenzeitpläne, irgendwelche Leute, die sich um die Kinder kümmern müssen, weil sie nicht in die Schule gehen können, oder das ganze andere, was aus dieser veränderten Situation durch ständig zu Hause sitzen mit sich bringt, das kann man ganz gezielt für die Geschäfts- und Marketingziele mit hineinbringen, kann auch dort die Kampagnenbudgets automatisiert mit reinsteuern, kann auch automatisierte Gebote wie zum Beispiel den ECPC mit hineinnehmen. Das Ganze hilft einen großen Teil, um die Kampagnen im Griff zu behalten, aber auch hier eine manuelle Kontrolle ist da definitiv nicht verkehrt. Ebenso ist jetzt hier eine gute Zeit, sich ein bisschen manuell Aufwand zu machen, neue Überschriften, Beschreibungen und wie vorhin schon erwähnt, mit einem empathischen Messaging oder mit herausgestellten Sonderkriterien wie den kontaktlosen Versand oder ähnliches zu testen. Das, was mehr zieht, kann man hinterher dann besser mit reinnehmen. Heißer Tipp hierzu, wir haben Responsive Search Ads, also die Möglichkeit, dass man ganz viele verschiedene Textbausteine, verschiedene Längen, verschiedene Wordings und ähnliches mit automatisiert ausprobieren kann. Und gerade hier kann man mit den Analysen, mit den Reportings hinterher sehr gut ableiten, was dort funktioniert. Kann es also von der manuellen Ausprobieren in die Automatisierung mit reingehen. Genauso ist es wichtig, in dieser Zeit sich die Suchanfragen nochmal anzuschauen, weil, seien wir ganz ehrlich, einige Sachen gehen doch ganz schön auseinander, beziehungsweise es gibt auch hier Varianten, wo man bestimmten Traffic einfach nicht bezahlen möchte, weil er nicht konvertiert. Und dort sollte man dann hingehen und sollte versuchen, das in die Negative Keywords mit reinzunehmen. Ebenso, wenn man nicht irgendwo mit ECPC unterwegs sein kann, sollte man schauen, dass man dort irgendwo nochmal ein Reporting macht, beziehungsweise Regeln für bitte setze meine Anzeige auf Position 2, auf Position 2,5 oder ähnliches bis zu einem bestimmten Gebots, sage ich mal, Fixwert als Oberwert oder ähnliches. Sprich, auch dort kann man einiges machen und hinterher nochmal drüber schauen, schadet nie. Bidding-Strategien haben wir schon mehrfach erwähnt und wir können es eigentlich nicht noch weiter betonen, als es gibt keine wirkliche sinnvolle Strategie, die sich quasi nur manuell am Bidding orientieren würde. Warum? Schlicht und ergreifend, die Auktion verändert sich ständig, haben wir schon gesagt. Ebenso
gibt es Signale, die in jeder Auktion in Millisekunden stattfinden. Heißt, Microsoft hat mit dem Microsoft Graph viele Daten zu den Nutzern, die einem mit einer manuellen Gebotsstrategie einfach verloren gehen würden. Heißt also, es kann durchaus sein, dass wir einen Nutzer identifizieren, der in ihrer Branche sehr affin ist, sehr viel kauft. Den würde dann mit einem Bid-Boosting ihre Anzeige auf einem höheren und besser sichtbaren Bereich gezeigt werden. Andersherum gesagt ist es auch so, dass ein manuelles Gebot halt immer greifen würde, während der ECPC auch durchaus hingehen kann, hat einen Nutzer identifiziert, der eben nicht bei ihrer Branche vernünftig funktioniert. Und da würde auch durchaus mal minus 100% im Vergleich zum Manual Bidding entsprechend ein Gebot dann durchaus mal sparen. Es gibt weitere Geschichten, was wir an Bidding-Optionen zur Verfügung haben. ECPC in der Mitte haben wir schon gecovert, haben wir schon besprochen. Ebenso gibt es Conversion-basierte Bid-Strategien, heißt also Maximize Conversions, bedeutet, dass wenn ich bestimmte Anzahl an Conversions habe, dass dann nach Nutzern gesucht wird, die diese noch weiter steigern und dass dort auch entsprechend das Ganze mit geboostet wird, allerdings innerhalb von bestimmten vordefinierten Grenzen, die Sie mit da reinnehmen. Und andersherum gesagt, es gibt auch Möglichkeiten beim Bidding zum Beispiel für Awareness eines neuen Produktes oder ähnliches, Maximize Klicks oder sonstige Dinge automatisiert mit hineinzubringen. Zu guter Letzt, in diesen Zeiten hat sich eine neue Normalität herauskristallisiert und wir wissen, es verschiebt sich eigentlich alles komplett. Bedeutet, man sollte seine Herangehensweise ändern, heißt, mit welchen Produkten gehe ich auf den Markt? Machen die Produkte, die ich habe, überhaupt noch Sinn? Gibt es vielleicht Dinge, die fehlen, die ich in mein Produktsortiment mit aufnehmen sollte? Gibt es bestimmte Dinge, die aufgrund höherer Nachfrage vielleicht irgendwo in einen Engpass reinlaufen sollten oder ähnliches? Oder könnte es sein, dass ich mit einem zu allgemeinen Produkt in der ganzen Konkurrenz, die jetzt gerade eben hier mit drin ist, überhaupt gar nicht mehr wirklich richtig hinauskommen sollte? Das Ganze sollte natürlich mit einem Dialog und sollte natürlich mit einer Analyse, was in der jeweiligen Zielgruppe gerade eben funktioniert, welche Suchabfragen und ähnliche Bereiche dort mit reinkommen, definitiv nochmal hinterfragt werden. Es ist aber auch definitiv nicht verkehrt, dass ihr euch Gedanken macht, gibt es vielleicht Leads, gibt es vielleicht Anmeldungen für Newsletters oder Blogseiten oder ähnliches, mit denen man schon mal ein Geschäft für später, für die Zukunft mit generieren kann. Bei den Zielgruppen wird es mit Sicherheit eine Verschiebung geben. In der jetzigen Situation sind noch einige Läden, die größeren, geschlossen. Es gibt Schwierigkeiten, dort Verfügbarkeiten auch bei den Brick-and-Mortar-Stores immer zur Verfügung zu stellen. Ebenso hat Peter schon gesagt, viele Produkte werden in China produziert und es ist nicht ganz so einfach, dort die Lieferketten wieder zu etablieren. Ebenso kann es auch sein, dass einfach mal ein Unternehmen was komplett anderes produziert, um sich finanziell über Wasser zu halten. Heißt, also auch hier sollte man durchaus mal die Auction Insights nutzen, sollte gucken, was mit dabei ist. Das war's zu den Dingen, die man jetzt unmittelbar anfassen sollte. Eine gute Mischung zwischen Kontrolle, Analyse, neue textuelle Varianten, aber auch einigen Automatisierungsfunktionen. Ich übergebe jetzt zu Laura, die sich damit befassen wird, was ist denn, wenn ich herunterfahren und wieder reaktivieren oder wenn ich sogar komplett neu reaktivieren müsste? Vielen Dank, Michael. Auch von mir ein herzliches Willkommen aus Dublin. Wie Michael gerade schon gesagt hat, haben wir nun einige Einblicke über unmittelbare Strategien erfahren und fahren jetzt fort, weil natürlich wir aktuell nicht wissen, wann der Zeitpunkt sein wird. Aber damit ihr bereit seid, wenn es soweit ist, ist es wichtig, dass wir jetzt mit der Planung einer Wiederherstellungsstrategie beginnen. Bevor wir weitermachen, seht ihr hier die Kernthemen. Wir sprechen über Messaging-Strategien, teilen euch mit, wie ihr Keywords und Budgets anpassen könnt, damit ihr die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, fahren dann fort mit dem Anpassen von KPIs
Und in Punkt 4 weisen wir die Vorteile von niedrigen Budgets versus dem Abschalten auf. Das Ganze runden wir dann ab mit einigen Hinweisen zur Pflege der Kontohygiene, eventuell besonders hilfreich in der aktuellen Zeit. Also lasst uns nun über eine längerfristige Strategie sprechen, die Wiederherstellungsstrategien in Erwartung dann einer wirtschaftlichen Erholung und der Eingewöhnung unserer neuen Normalität. Die Frage ist natürlich, ob und welche Trends es im Verbraucherverhalten geben wird. Wenn wir uns dann Anzeigentexte und Werbung genauer anschauen, ist es natürlich so, dass wenn wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir die Botschaften an die Bedürfnisse der Verbraucher entsprechend anpassen können. Dabei könnten Responsive Search Ads, abgekürzt als RSA, eine besondere Rolle spielen, wie eben bereits von Michael angekündigt. RSA ist eine gute Strategie nämlich, um neue Messagings schnell zu testen, die dann auch in nativen und anderen Medienkanälen verwendet werden können. Aus einer operativen Brille ist es natürlich ein enormer Vorteil, dass dieses Feature direkt mit Hilfe des Google Import Tools implementiert werden kann. Kommen wir dann zu dem zweiten Punkt, den Keywords und Budgetstrategien, die natürlich weitgehend um das Verbraucherverhalten herum verankert sind. Und hier möchte ich euch jetzt erstmal auf einige Szenarien zum Durchdenken einladen. Werden beispielsweise die Lieferungen von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln und Einkäufen deutlich zurückgehen, dadurch, dass die Menschen vermehrt physisch in die Geschäfte gehen wollen? Das ist ein toller Ansatzpunkt, um hier explizit Remarketing-Audiences zu verwenden, um diejenigen Kunden anzusprechen, die online bereits eingekauft haben. Eine andere Situation könnte sein, ob der Bedarf an Finanzberatern und Beratung zunehmen wird, jetzt, da die Menschen die Auswirkungen gesehen haben, wenn sie vielleicht nicht auf eine Rezession vorbereitet sind. Und wiederum, wie wird der Wohnungsmarkt in der typischen Hochsaison aussehen, wenn die Preise wieder steigen? Wird es Zögerungen geben, auch dann noch zu fliegen, wenn die Einschränkungen nachlassen? Und wird das zu mehr Autoreisen führen? Wenn ja, wird das zu mehr Nachfrage nach Autoteilen führen? Auswirkungen im Tourismus? Ihr seht, es gibt sehr viele Fragen, die uns fortan beschäftigen werden. Das Key Takeaway ist natürlich, dass diese neue Normalität eine Anpassung der Keyword- und Budgetstrategien auf der Grundlage des Verbraucherverhaltens erfordern werden. Das heißt, neue Strategien kommen täglich dazu auch bei uns. Strategien, die Michael bereits auch erwähnt hat, hinsichtlich der Budgetstrategien. Das heißt, wenn sich hier neue Piloten auftun, erkundigt euch gerne bei euren Account-Teams, wenn es hier Unsicherheiten gibt. Und zuletzt sprechen wir jetzt noch, wie ihr eure KPIs anpassen könnt. Auch die KPIs werden natürlich mit diesem neuen Normalzustand verändert werden. Ihr solltet deswegen hier in Erwägung ziehen, eure Angebote und Budgets dann an die Dynamik des Marktes entsprechend anzupassen. Wenn wir also wieder zur Normalität, zu unserer neuen Normalität zurückkehren, macht euch also bereit, die Maßstäbe flexibler zu handhaben und erwägt darüber hinaus auch eine Anpassung der Gebote und der Budgets, um diese eben an die Dynamik des Marktes entsprechend anzupassen. Euer Microsoft-Kundenbetreuer kann euch dann ebenfalls natürlich dabei helfen, industriespezifische Marktplatztrends zu erkennen, wie ähnlich wie die von Peter anfangs vorgestellt. Im Rahmen der Wiederherstellungsstrategien ist es wichtig, dass wir eben heute die Planung starten, um langfristig die Früchte ernten zu können. Drei Punkte, die wir besonders hervorheben möchten, beziehen sich zum einen auf Budgets, dann auf die Kontostruktur und einige Überlegungen im Shopping-Bereich, die wir mit euch teilen möchten. Zum Ersten ist es so, dass wir einen enormen Vorteil sehen, mit niedrigerem Budget zu arbeiten versus dem Abschalten der Kampagnen. Warum das so ist, ist zum einen natürlich, weil wir damit den Quality Score, den wir uns historisch aufgebaut haben, beibehalten können. Und ein Feature, das uns dabei unterstützen kann, sind die Dynamic Search Ads oder auch dynamischen Suchanzeigen, abgekürzt DSA, die mit denen wir eben relevanten Inhalt mithilfe von Machine Learning automatisch erstellen können. Zum Thema Kontostruktur verhält es sich so, dass wir empfehlen, die vorhandenen Anzeigentexte, Keywords
und Titel und weitere Informationen beizubehalten. Wenn sich natürlich durch die aktuelle Situation notwendige Änderungen ergeben, dann wirklich hier sehr ratsam, dass wir es eher früher als später angehen, diese Änderungen auch wirklich in den Kampagnen zu integrieren. Hierbei ein Hinweis unsererseits, dass der Google-Import natürlich enorm helfen kann, wenn ihr die Arbeit bereits in eure Google-Ads-Kampagnen investiert, dann mithilfe des Tools alles in Microsoft Advertising spiegeln könnt. Zu den Shopping-Überlegungen raten wir, dass darauf hinzuweisen ist, dass sich das Einkaufsverhalten im Einzelhandel natürlich ändern kann langfristig. Deswegen Punkt 1, optimiert hier wirklich für alle neuen Einkaufsverhaltensweisen. Hier auch dann nochmal der Hinweis, mit euren Account-Teams zusammenzuarbeiten, um dann auch wirklich frische Trends und Klickverhalten einsehen zu können. Und sendet auch den vollständigen, aktualisierten Produktfeed dann natürlich in die Plattform rein, damit hier keine relevanten Informationen verloren gehen. So, ich hoffe, dass ihr jetzt erstmal einen besseren Einblick in eine mögliche Wiederherstellungsstrategie gewonnen habt und übergebe jetzt an Michael zurück, der uns einige Tipps und Tricks zum Thema Zielgruppen geben wird. Danke, Laura. Audiences, das werdet ihr mit Sicherheit eine ganze Zeit immer gehört haben und wir wollen euch jetzt zeigen, warum es Sinn ergibt, hier eine eigene Strategie zu fahren, das Targeting wirklich nochmal auszukitzeln, auf den letzten vernünftigsten Punkt zu bringen. Anzeigenanpassungen haben wir vorher schon besprochen, genauso bei der Wiederherstellungsstrategie ist sowas mit drin und es gibt hier jetzt noch die Möglichkeit, mit den If-Funktionen bestimmte Bedingungen auszulösen und wirklich effektiv die Zielgruppe zu erreichen. Einfach mal ein kleines Beispiel gestrickt. Ich bin ein Lebensmittellieferservice und ich habe eine Liste mit Kunden, die in den letzten 6 Monaten bei mir bestellt haben, vielleicht sogar relativ regelmäßig. Dann wird es sich doch zum Beispiel anbieten, dass man bestimmte Produkte dort mit reinnimmt oder nochmal eine kostenlose Expresslieferung oder ähnliches mit hineingibt. Heißt, auch da nochmal was mitzumachen. Andersherum gesagt, es gibt auch hier mit diesen Bedingungen die Möglichkeit, dass, wenn ich einen Lieferengpass bei zum Beispiel Toilettenpapier oder ähnlichen stark frequentierten Dingen haben sollte, mir nochmal anhand von Lagerbeständen in zum Beispiel Münchner Großraum, Düsseldorfer Großraum, Berliner Großraum das Ganze ein bisschen dort feiner einzustellen. Genauso, wenn wir uns jetzt hier über Shopping unterhalten, ist es eine sinnvolle Variante, Product Audiences mit reinzubringen. Das Ganze bedeutet, dass man dort ein dynamisches Produkt-Remarketing verwendet. Heißt, kennt man schon von Google, von der Konkurrenzplattform, aus deren Shopping-Kampagnen mit drin. Und es gibt auch hier vorgefertigte Bereiche, wie zum Beispiel jemand, der was in den Warenkorb gelegt und abgebrochen hat oder jemand, der schon gekauft hat fürs Cross-Selling oder ähnliches. Dort gibt es eine ganze Ecke an Dingen, die wir bereits vorgefertigt haben. Und das Schöne dabei ist, wenn das nächste Mal die Shopping-Anzeige angezeigt wird, kann man zum Beispiel direkt dieses Bild über das dynamische Produktremarketing des, sage ich mal, Produkts dort reinstellen, was der Kunde zum Beispiel im Warenkorb hat liegen lassen. Bei den Product Audiences haben wir euch nochmal einen kleinen, sage ich mal, mit diesen 2 Pfeilen und den Prozentwerten Anhaltspunkt gegeben, warum es durchaus lohnt, sich diese Zeit zu nehmen, darin zu investieren. Wir haben gesehen, dass mit den Lifetime-Values, das mit Cross-Selling und sonstigen Bereichen bis zu 100% bessere Conversion-Rates erzielt werden können. Und dadurch, da man das Ganze erheblich besser, zielgenauer und auch auf nur bestimmte Schichten und nicht auf einen komplett breit ausgerollten Bereich mit verwenden kann, auch die CPAs bis zu 40% mit hinuntergehen und man im Endeffekt dadurch seine Werte nochmal richtig vernünftig aufbessern kann. Ebenso im Bereich Audiences sollte man die in Anführungsstrichen gewöhnlichen Remarketing-Listen nicht außer Acht lassen. Hier ist es in der neuen Normalität, die wir nun mal haben, definitiv von Vorteil, dass man sich Gedanken darüber macht, wie aktuell und wie
zeitnah erwische ich den Nutzer überhaupt noch? Bedeutet, es bietet sich hier wirklich an, Listen mit verschiedenen Laufzeiten gezielt aufzustellen. Zum Beispiel für die Cross-Selling-Option. Jemand, der vor einem Tag was gekauft hat, den kann ich aggressiver ansprechen als jemanden, der bei 3, bei 7, bei 14 oder bei 30 Tagen schon quasi eher als Cold Lead oder ähnliches zu behandeln ist. Und es lohnt sich wirklich, dort gestaffelt Nutzer aufzubauen und dieses Ganze nochmal wirklich in einen Verkauf umzumünzen. Ebenso kann es natürlich sein, dass bei euch die Verkäufe sich momentan nicht so entwickeln, wie sie sollen. Und nichtsdestotrotz, dass Search an sich in diesen stürmischen Zeiten ein vernünftiger Kanal ist, kann man aber auch bei rückläufigen Zahlen sich nochmal Gedanken machen, Remarketing-Listen für bestimmte Produkte, zum Beispiel mit einer hohen Marge, mit einer hohen Konversionsrate und ähnlichen Bereichen, das nochmal gezielt herauszuarbeiten. Heißt, man kann zum Beispiel beginnen, indem man ein Newsletter ein bisschen mehr pusht und dort ein bestimmtes Produkt, was sich in der letzten Zeit super verkauft hat, nochmal mit aufzunehmen und vielleicht nicht allen Leuten bekannt ist. Sprich also mit dem Newsletter dort ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Und genauso kann es natürlich auch sein, dass ich einfach bestimmte Seiten, heißt also, sage ich jetzt mal, Drucker funktionieren in meinem jetzigen Produktportfolio wunderbar, wohingegen Lasertoner jetzt gerade eben, was ja ein professionelles Büroprodukt ist, nicht so gut klappt, na dann sollte ich mir doch irgendwo auf meine Seiten, die irgendwas mit Drucker in der URL mit drin haben oder in dieser Kategorie mit drin sind, eine eigene Remarketing-Gruppe mit aufbauen und einfach so mir nochmal mehr Konverter mit in die Verkäufe mit reinzuholen. Ebenso kann es natürlich auch sein, dass man das Ganze, wir haben anfangs über die kurzen Listen, um die Nutzer zeitnah abzufangen, durchaus mit einer längerfristigen Liste, die auch über 30 Tage oder bis zu 180 Tage das Ganze nochmal mit abfängt. Hier wäre zum Beispiel was auch im Bereich Travel möglich, sprich, wenn die Kunden gerade eben ein möglichst langes, fernes Buchungsziel anstreben, aber dort natürlich auch deswegen, weil sie momentan nicht verreisen können, Geld sparen, um demnächst eine größere Investition zu machen. Heißt also, mit Remarketing kann man eine ganze Ecke erreichen, kann das Ganze sehr gut nochmal verschieden staffeln. Ich brauche euch nichts Neues zu erzählen, dass Remarketing nur dann wirklich Sinn ergibt, wenn man unser UET-Tag, also den Pixel, über die kompletten Webseiten ausrollt. Das ist nicht, weil wir irgendwelche Daten sammeln wollen, sondern weil, wie vorher schon besprochen, durch mehr getaggte Seiten, durch mehr Informationsschatz, ihr die Möglichkeit habt, dort besser die Nutzer ansprechen zu können. Man muss sich auch nicht großartig Arbeit dabei machen, denn mit einem Tag Manager und wir haben Anleitungen Schritt für Schritt für alle gängigen Versionen von Tealium, Adobe, Google oder ähnlichen für euch gerne zur Verfügung. Sprecht uns da einfach mit an. Da ist es eigentlich mehr oder weniger nur ein Häkchen und dann funktioniert unser Tag über die kompletten Seiten drüber hinweg. Genauso ist es da die Möglichkeit, sich durchaus mal Gedanken zu machen, wollt ihr nicht mal eine Catch-All-Kampagne da mit einem geringen Bitboost mit reinbringen oder wollt ihr natürlich nochmal schauen, was ist jetzt gerade eben bei den Cross-Sellern nochmal mit drin. Ebenso kann es natürlich auch sein, dass man bestimmte Marken hat, die jetzt mehr laufen, heißt also zum Beispiel ein Hochpreissegment geht gerade eben aufgrund der preisbewussten Nutzer etwas schlechter, aber ich habe noch quasi die generische Gruppe mit im Portfolio, naja, dann hindert mich natürlich keiner daran, wenn ich das Tag überall ausgebracht habe, eine spezifische Gruppe dafür nochmal zu erstellen. Ebenso ist es natürlich eine Möglichkeit, dass man sich nochmal unserer weiteren Audience-Lösungen mit bedienen kann. Sprich, da gerade eben LinkedIn-Profile-Targeting, um hier nochmal gezielt die Daten für seine Search-Kampagnen zu verwenden, Leute aus der Industrie, also sprich irgendwas in Richtung verarbeitendes Gewerbe, IT oder ähnliches wäre dort drin. Genauso mit
Stellenfunktionen, das wäre zum Beispiel jemand aus der Rechtsabteilung oder jemand aus dem Accounting, oder auch durchaus haben wir beim LinkedIn Profile Targeting für euch Firmen zur Verfügung, hier momentan bis zu 8000 Stück. Heißt also, man könnte sich zum Beispiel an DAX 30 Unternehmen oder das Ganze auch noch ein bisschen erweitert für seine eigene Branche sich zusammenbauen. Sprich, das kann man sich im Interface relativ einfach, indem man einfach mal einen Markennamen des Konkurrenten oder derjenigen Unternehmen, die in der eigenen Branche mit drin sind, mit reinnehmen. Genauso habe ich schon über Product Audiences, also über das dynamische Remarketing für Shopping gesprochen. Oder es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr die In-Market Audiences verwendet. Heißt also, wie anfangs schon bei ECPC über Signale und über den Microsoft Graph, sprich also einen reichen Erfahrungsschatz, den wir an Daten in petto haben. Dort könnt ihr mit den In-Market-Audiences euch darauf verlassen, dass wir euch bestimmte Zielgruppen bereits kuratiert haben. Ihr könnt auch die nach verschiedenen Branchen mit hineinbringen, könnt die mit einem Bitboost versehen und könnt dann schauen, was für euch dort besser funktioniert. Also auch dort eine ganze Ecke an Möglichkeiten, die wir als Strauß für eure Optimierung zur Verfügung haben. Lasst uns nochmal beleuchten, wie Shopping euch helfen kann, auch die Verkäufe in diesen schwierigen Zeiten noch weiter aufs nächste Level zu bringen. Grundlegend, wenn man keine Shopping-Kampagnen haben sollte, dann ist es eine sehr sinnvolle Ergänzung, um es nochmal mit den Search-Anzeigen zu koppeln und hier nochmal gezielt Verbraucher anzusprechen. Warum ist es so sinnvoll? Die Steigerung in den Klicks von bis zu 55% und der CPC von bis zu 20% weniger kommt unter anderem dadurch zustande, dass die Anzeige natürlich mit einem visuellen Reiz, also mit einem Produktbild unterfüttert wird und dementsprechend natürlich viel, viel plakativer für die Nutzer ist. Wenn ich gerade auf der Suche nach einem Turnschuh bin, gräbe Turnschuh ein und habe eigentlich einen schwarzen Turnschuh im Hinterkopf. Ich kriege jetzt oben meine Shopping-Anzeigen und auf einmal ist ein schwarzer Turnschuh mit dabei. Na, dann könnt ihr euch natürlich denken, dass das wesentlich besser ziehen wird und auch generische Anfragen besser in den Sales-Funnel mit hineinbringt. Natürlich ist das Ganze auch ein bisschen einfacher zu managen, da man einen Produktkatalog, einen Feed hat, wo Verfügbarkeiten, wo Preise ständig mit drin sind. Und genauso gut hat man natürlich auch da die Möglichkeit, es gibt einen Shopping-Tab, wo es verschiedene Filtermöglichkeiten, wie zum Beispiel Männermode, dann irgendwo für den Outdoor-Bereich, dann spezifisch fürs Wandern oder Ähnliches gibt. Das kann man in den Shopping-Kampagnen im Feed wunderbar schon mal vordefinieren und hat das hinterher als Filterfelder im Shopping-Tab mit dabei. Heißt also, auch dort ist es einfach eine intuitive Variante, unterstrichen mit Bildern, womit ihr eure Verkäufe wesentlich besser steuern könnt. Und wer es noch nicht hat, es lohnt sich jetzt in diesen Zeiten definitiv auch mit drauf zu springen. Kurz zu den Shopping-Kampagnen an sich. Ihr müsst nicht wahnsinnig viel machen. Heißt, ihr könnt das Inventar, das ihr zum Beispiel bei der Konkurrenz bei Google habt, einfach zu uns mit herüber übernehmen. Es gibt nichtsdestotrotz, wie wir vorher schon gesprochen haben, eine gute Mischung zwischen Automatisierung, also sprich, ich kopiere mir was von Google herüber, und zwischen manueller Kontrolle. Und wir möchten euch hier mal ein bisschen die, sage ich mal, Go-Dos oder die sinnvollen Schritte mit reingeben. Den Feed sollte man regelmäßig aktuell halten und man sollte auch irgendwo zusehen, dass man, wenn bestimmte aus den Suchanfragen sich ergebende Trends in Richtung Produkttitel, Beschreibungen oder Ähnliches, dass man dort den Feed nochmal mit anpasst. Vorsicht dabei, es braucht dann für den Feed immer nochmal eine gewisse Verarbeitungszeit von 24 bis 72 Stunden. Klar sollte man es machen, aber man sollte es nicht so häufig anfassen, weil man eine gewisse Downtime mit erwarten musste. Ebenso sollte man den Feed automatisiert herunterladen lassen. Da kann man sich auch einen Zeitplan mitsetzen, zum Beispiel jeden Montag um 7, weil um 8 Uhr fange ich im Homeoffice an und schaue mir das Ganze dann nochmal an, ob es irgendwelche Fehler oder Ähnliches mitgibt. Und genauso ist es mit
den Kampagnen, die man an sich mit einer Priorität ausstatten kann. Zum Beispiel eine Catch-all-Kampagne, wo ich gegen viele Konkurrenten mich bewerben muss, kann ich mit einem niedrigen Gebot reingehen, allerdings mit einer hohen Priorität. Andersherum, wenn ich jemanden ganz gezielt bei einer spezifischen Marke mit abfangen möchte, kann ich mir auch eine mittlere oder eine niedrigere Priorisierung mit erlauben. Dann ist selbst bei dupliziertem Inventar, das zum Beispiel in einer Catch-All und in einer markenspezifischen Kampagne für Hersteller XY immer noch mal ein genaues Signal für den jeweiligen Algorithmus mit dabei ist. Dynamisches Produktremarketing haben wir schon ein paar Mal mit angesprochen. Ebenso kann man auch generell Remarketing und Geburtsstrategien wie zum Beispiel den ECPC mit hineinnehmen. Und last but not least, wir haben schon ein paar Mal gesagt, es macht Sinn, das Ganze immer noch mal mit einem menschlichen Auge zu kontrollieren. Heißt also, Share of Voice, Click-Share empfiehlt sich noch mal zu kontrollieren. Ebenso sollte man schauen, gibt es irgendwelche Negative-Keyword-Konflikte? Heißt also, stehe ich mir da eventuell mit irgendwelchen Negatives unabsichtlich auf einer Volumenbremse drauf? Andersherum gesagt, wenn man sich im Merchant Center befindet, sollte man auch noch mal schauen, was gibt es an Fehlermeldungen? Gibt es vielleicht irgendwelche Produkte, die gerade eben trotz einer Catch-all-Kampagne gar nicht angesprochen werden? Wo finde ich die? Das gibt es alles in einer wunderschönen Übersichtsseite im Merchant Center mit drin. Und man hat wirklich wunderbare Action-Items und kann dort schnell mit einsteigen, muss nicht lange suchen, wo man das Ganze dann findet. Generell bieten euch Shopping-Kampagnen viele Möglichkeiten und ja, wir haben euch gehört. Früher waren die Kampagnen nur in USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland verfügbar. Dann kamen Indien und Australien mit hinzu und dieses Jahr, wir haben alle darauf gewartet und mit euch zusammen gefiebert, haben die Ingenieure unser Flehen erhört und es wird jetzt auch auf weitere europäische Märkte ausgeweitet. Heißt, gerade sehr häufig Österreich, Schweiz gehört, ebenso Spanien, Italien, Niederlande und auch Schweden als Binnenmärkte, die um Deutschland drumherum liegen und die definitiv gute neue Kundschaft mit euch eröffnen werden. Bei Local Inventory Ads gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr euch die Arbeit macht und noch einen zusätzlichen Verfügbarkeitsfeed zu den Shopping-Kampagnen mit hinzu generiert, dass man zum Beispiel einen Shop gezeigt bekommen kann, der, keine Ahnung, 5 Kilometer vom Heimatort zu Hause weg ist. Und dort gibt es dann den Fernseher, den ich suche, noch in der Stückzahl von 3 Stück. Heißt also, ich weiß, ich fahre vielleicht eher diese 5 Kilometer und brauche mir nicht den Markt, der vielleicht 2 Kilometer bei mir um die Ecke liegt, der das Produkt aber nicht zur Verfügung hat, den kann ich mir wahrscheinlich insoweit am besten sparen. Das Ganze kommt aus den USA jetzt auch bald in unsere Bereiche mit hinein, wird auch da in die Piloten mit hinein den Weg finden. Den Shopping-Tab mit verschiedenen Filtermöglichkeiten zu den Produkten, mit mehr Produktbildern, mit einfach einem größeren Auftritt, mit allerdings auch größerer Konkurrenz, sollte man definitiv nicht außer Acht lassen. Heißt also, das ist was, was von den Nutzern auch gut angenommen wird, aber was natürlich auch eine Feed-Hygiene und eine Kontrolle der zusätzlichen Kategorisierungen, die wir alle gemacht haben, mit erfordert. Und ECPC ist bei Shopping genauso ein No-Brainer, wie wir es bei den Search-Kampagnen empfohlen haben. Es gibt demnächst Maximize Klicks für bestimmte Awareness oder für bestimmte zum Beispiel Hochmargenprodukte, wo ich einfach meinen Anteil an Leuten, die meine Webseite besuchen, ein bisschen erhöhen werden kann. Und last but not least, da auch momentan in einem kleinen und etwas abgedeckelten Pilotprojekt Target ROAS, dass ich also einen Warenkorbwert übermitteln kann, dass dort mein Return on Ad Spend passend berechnet wird und ich auch meine Kampagnen mit Shopping damit aussteuern kann. Heißt, es gibt auch dort innerhalb dieses Kalenderjahres wird es wahrscheinlich sein, dass das Ganze auch für mehr deutsche Nutzer geöffnet wird. Momentan, wie gesagt, in einer kleinen, abgeschlossenen Pilotgruppe, um einfach auch mal noch ein paar Kinderkrankheiten auszumerzen. Aber wie gesagt, später auch für alle anderen Nutzer und für Search wie Shopping verfügbar. Das war der Part
zu Shopping und wir haben damit auch alle Strategien, die vier Blöcke, die wir euch vorher vorgestellt haben, durchgearbeitet. Ich übergebe nun zu Laura, die euch komprimiert zeigt, was wir an Ressourcen für euch als Zusammenfassung vorbereitet haben. Vielen Dank, Michael. Ich starte dann durch mit den Handlungsempfehlungen. Und im Rahmen dieser Handlungsempfehlung und damit ihr wirklich einen rundum 360 Durchblick habt, haben wir für euch vier Checklisten insgesamt mit sehr vielen Informationen erstellt. Damit ihr euch jetzt nicht von dem Inhalt eingeschüchtert fühlt, leite ich euch ein bisschen durch die Struktur. Die ersten drei Checklisten beziehen sich nämlich auf die unmittelbare Aktion, die Wiederherstellungsstrategie und die neuen Möglichkeiten. Das sind genau die Themen, die Michael und ich eben vorgestellt haben. Die Einteilung der ersten drei Folien erfolgt dann jeweils nach dem Schema Anzeigen, Keywords, Zielgruppen, Bidding und Budget. Denkt natürlich dran, dass ihr für viele dieser Punkte gesonderte Berichte direkt aus der Benutzeroberfläche erstellen lassen und analysieren könnt. Solltet ihr euch hier unsicher sein oder Fragen dazu haben, wendet euch gerne an euer Account-Team. Wir stellen euch die Folien mit den vier Checklisten im Nachgang in einem ausführlichen Infopaket natürlich gerne zur Verfügung. Die vierte Checkliste beinhaltet Punkte rund um Shopping-Kampagnen. Hier gibt es die Ergänzung mit Informationen rund um das Thema Feed. Sobald die Geschäfte nämlich wieder geöffnet sind, könnt ihr dann mit Hilfe von Local Inventory-Anzeigen verwenden, um die Benutzerzahlen der physischen Geschäfte zu erhöhen. Auch eine großartige Option dann, um den Online-Shop weiter auszubauen, um den Trend im Ladengeschäft aufzugreifen. Das ist aber nur ein Beispiel, was euch in dieser Checkliste erwartet. Und insgesamt ist es natürlich so, dass in unserer neuen Normalität, wie wir sie nennen, uns einige Änderungen erwarten. Was genau sich verändert und was gleich bleibt, ist natürlich abzuwarten. Sicher ist, dass wir die jetzige Zeit nutzen können und sollten, um dann eben bereit zu sein. Und damit ihr euch die zahlreichen Handlungsempfehlungen in Ruhe anschauen und eure Kampagnen dahingehend prüfen könnt, empfehlen wir euch, die Folien entsprechend auszudrucken oder gesondert abzuspeichern. Nehmt euch hier einfach ein bisschen Zeit, um die Punkte dann durchzugehen und entsprechend abzuhaken, insofern relevant. Abschließend übergebe ich dann das Wort wieder an Simon, der uns noch einige hilfreiche Ressourcen aufzeigt. Vielen Dank, liebe Laura, für diese Zusammenfassung. Wie gerade schon von Laura erwähnt, wir gucken uns jetzt gemeinsam einige Ressourcen an, die Microsoft Advertising euch zur Verfügung stellt. Wichtigste Adresse zum Anfang ist die hier eingeblendete URL aka.ms/covid-19insights in einem Wort. Hier findet ihr die neuesten Erkenntnisse und Trends. Und diese Seite wird auch immer wieder aktualisiert. Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine ganze Anzahl an Dingen, die Microsoft tut, um zu informieren, um zu unterstützen. Wir haben das hier mal in einer Übersicht zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um ein kleines Kompendium an Beiträgen, an Blog-Einträgen, an Nachrichten, die alle in irgendeiner Form mit dem Thema zu tun haben, die sich eben aufgliedern in die Hilfe für die Menschen, für Unternehmen, Werbekunden, die Gemeinschaft und da auch nochmal die Empfehlung, hier entsprechend im Infopaket sich die einzelnen Links nochmal anzugucken. Des Weiteren haben wir auch Webcasts mit hilfreichen Inhalten auf diesen Webseiten und auf unserem Covid-19-Infoportal hinterlegt. Und natürlich gibt es auch darüber hinaus die Microsoft Advertising Ressourcen, die eben genutzt werden können bei Fragen zum Thema zum Beispiel Kampagneneinrichtung, Wartung und Optimierung oder auch zur Schulung, ist ja auch ein wichtiges Thema, sich weiterzubilden. Das, was ihr hier seht, sind also Links, die ihr anklicken könnt. Das geht dann im Infopaket. Kommt ihr auf die entsprechenden Tools und Portale und habt Zugriff. Rechts seht ihr nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten in den sozialen Medien. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch, euch Danke zu sagen für die Zeit, die ihr investiert habt, hier mit uns gemeinsam. Mich natürlich auch nochmal zu bedanken bei meinen Kollegen, der Laura, dem Michael und dem Peter für dieses gemeinsame Webinar.
Ja, und dann sagen wir Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.